Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Green Project. Letzte Folge haben wir einiges geschafft. Wir haben den Garten umgebaut, wir haben die Tiere, das Gehege umgebaut. Und während ich dann praktisch Schluss gemacht habe, so ein paar Vorbereitungen für die nächste Folge, sind die Grünwerte gestiegen. Und als wir dann gesehen haben, dass die Grünwerte steigen, kam die Frage auf, sind diese grünen Teile, sind das Teile, die durch Bäume zählen oder sind es wirklich Grünflächen? Und wenn wir mal kurz in die Übersicht gehen, dann sehen wir, wie viele Bäume wir haben. Und wir zählen einfach mal ganz grob zusammen. Wir sind hier so bei 215, 315, 330, 360, ja, das ist rund 360 plus die 14 Büsche oder ich sag mal 370. Und wenn wir das hier mal doppeln, dann sehen wir ja bei 360 wären wir irgendwie bei 820. Also es ist schon die Anzahl der Bäume, also nicht die Anzahl der Grünflächen, würde ich behaupten. Oder habe ich mich verrechnet? Habe ich richtig gerechnet? Das hier sind 215, 315, 330, 360. Mal 2 sind 720 plus die Büsche. Kommt ungefähr hin, würde ich mal sagen. Also grob gerechnet. Also zählt nicht das Grün auf dem Boden, sondern es zählt wirklich die Anzahl der Bäume, ne, die wir jetzt gemacht, die wir gesetzt haben. Das heißt, uns fehlen jetzt noch ein paar Bäume, aber wir haben auch noch ein paar Samen gesammelt und die werden wir jetzt pflanzen. Und dann sollten wir auf die nötigen 800 kommen. Jetzt gucken wir nur mal, wo hier noch sehr viel freie Fläche ist. Ich glaube, hier irgendwo im Norden war noch viel. Oh, hier ist schon alles grün. Hier ist alles grün. Hier oben wäre noch ein bisschen Platz. Hier könnten wir noch eine Ulme reinsetzen. Und dann setzen wir hier noch eine Zypresse rein. Wa? Dann haben wir hier schon mal 3. Und jetzt suchen wir nochmal, wo noch ein bisschen Platz ist. Hier sind noch direkt die Bienen, das ist gut. Hier sind auch wieder Bienen. Easy metzelt sich hier durch. So, hier oben haben wir zuletzt gepflanzt. Hier muss ich das Grün halt erst ausbreiten. Wir sehen ja, das ist sehr mathematisch gut aufgeteilt. Und hier drüber haben wir auf jeden Fall noch Platz. Dann können wir hier noch ein bisschen was pflanzen. Zack, und dann müssten wir locker auf die 800 kommen. So, dann machen wir hier eine Ulme rein. Hier wieder eine Zypresse. Oh, da ist was passiert. Ich glaube, wir haben es geschafft. Hier noch eine Ulme. Und hier noch eine Zypresse. Da hat eben was geknirscht. So, just a second. Jetzt ist es wohl soweit. Da ist wohl der Baum des Lebens gewachsen. Also das ist wohl das, was passiert. Guck mal hier. Nice. Da ist er fertig. Die letzte Stufe. Jetzt gehen wir mal näher ran, damit wir was sehen von dem Baum. Ey, wieder wird er weg. So. Hier sind wir irgendwann mal gestartet. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das ist schon ein bisschen her. Hier haben wir gestartet. Und haben, die sind mit der Kapsel gelandet. Das war unsere erste Startkiste. Und jetzt ist hier der Baum des Lebens gewachsen. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt alles? Passiert hier nichts mehr. Die Kapsel ist komplett ausgebaut. So. So. Perfekt. Ka-ching. Schick, schick. Nice. Cool, sind wir durch mit Green Project sozusagen. Also wir haben jetzt alles erreicht. Wir haben 800 Grün. Wir haben praktisch die wir haben hier die Kapsel fertig gebracht. Ich hätte jetzt erwartet, dass irgendwie noch eine Meldung kommt. Congratulations. Oder sowas in der Art. Aber hier kam wohl nicht mehr. Das haben wir alles optimiert. Gell? Wie haben wir die Laterne reingestellt? Hm.
Okay, cool. Gucken wir mal im Garten mal vorbei. Nee, ist auch noch nichts gewachsen. Den finde ich richtig schön jetzt geworden. Da ist noch was Vergammeltes, das können wir noch nutzen. So, wir können natürlich noch ein bisschen mehr begrünen, das geht natürlich, aber so vom Inhalt sind wir jetzt eigentlich soweit durch. Also ich weiß nicht, da werden bestimmt noch in Zukunft Inhalte kommen, die das Spiel noch erweitern. Was haben wir? Boah, 50 Rüben waren das, die uns vergammelt sind. Das ist natürlich eine Menge. Jetzt haben wir nur noch den letzten Inventarplatz nicht, das stimmt, ja. So, jetzt können wir unseren Kram hier, den wir gekleckert haben, wieder aufnehmen und können das hier wegpacken. Wir haben ja richtig viel Gammel hier drin. Was? Oh, wir haben noch 50 Bienen. Wir haben den einen Bienenkorb noch nicht gesetzt. Fällt mir jetzt gerade auf. Dann gehen wir mal rum und gucken, wo wir den hinsetzen. Da sind Bienen. Vielleicht hier weiter drüben, ha? Huh? Da sind auch Bienen. Da sind auch welche. Dann fehlen mit Sicherheit hier südlich welche. Hier so. Und hier können wir noch ein paar Bäume pflanzen. Hier ist eine Biene. Okay, bis hierhin kommen sie. Wo haben wir den Bienenkorb denn aufgestellt? Hier drüben, da. Okay. Dann gehen wir mal hier hin, würde ich sagen. Boah, wachsen hier viel Tomaten. Guck dir an, die Natur hat sich die Erde zurückgeholt. Nice. Ich würde sagen, hier ist ein guter Punkt, oder? Dann setzen wir hier noch ein paar Bäume rein, dann ist das hier schön grün. Gut. Okay, wir müssen erst wegsicheln. Oder wir setzen hier auf den Platz, auf den Betonplatz, oder? Ja, mal gucken, ob das geht. Jo. So. Up, up and away. Da kommt die erste Biene raus. Die erste Brumsel. So, und setzen wir hier noch ein paar... Oh Gott, man kommt überhaupt nicht durch. Haben wir noch eine Spitzhacke, die einigermaßen... So, dann will ich noch eine Frage klären. Und zwar, das kam die Frage, ob man seine Gießkanne an dem See auffüllen kann. Müssen wir noch aufräumen. Hier steht noch alles im Weg. Hier pflanze ich noch ein paar Bäume. Das mache ich gerade schnell. Das probieren wir auch noch. Hat nämlich jemand in den Kommentaren gefragt, ob das möglich ist. Zack. Zack. So. Einmal. Und hier noch einer. Zack, haben wir noch ein bisschen grün gesetzt. Und hier können die Bienen rumschwenden. Hier ist ja auch echt viel für die Bienen. Super. Cool. Ja, wenn wir noch Ratten züchten können, können wir die auch noch umfärben, genauso wie die Hühner und so weiter. Aber ich habe mich jetzt auf Hühner und Schweine beschränkt. Ich mag jetzt die Ratten nicht. Deswegen werde ich das jetzt nicht mehr machen. Und hier haben wir noch einen Inventarplatz. Ich weiß nicht, durch was der kommt. Ich glaube, es gibt irgendwie noch eine Sonnenbrille, die man finden kann. Die kann man irgendwie an verschiedenen Sachen durchs Graben finden und solche Dinge. Aber das muss ja jetzt auch nicht sein. Das müssen wir jetzt auch nicht noch aufs Letzte ausreizen, nur um diese Sonnenbrille zu finden. Ja, cool. Das freut mich hier, dass das fertig geworden ist. Das haben wir jetzt gut geschafft. Den Hühnchen geht's gut. Die kleinen Hühnchen müssten eigentlich... Das schwarze und das weiße Huhn ist ja direkt gestorben, ne? Aber ich glaube, wir haben welche nachgemacht. Eins von den Hühnchen müsste eigentlich ein schwarzes oder ein weißes sein. Ja, cool. Hier unten sind Bienen. Ach genau, hier hat man noch einen Bienenkorb aufgestellt. Ja, jetzt fehlen uns nur noch, wir haben 3 Bienenkörbe, jetzt fehlen uns eigentlich nur noch ein paar Bienen. So, gucken, ob die hier schon nachgewachsen sind. Hier unten können wir noch ein paar abbauen. Die Sichel ist auch noch einigermaßen stabil. Mm-hmm.
Hier um den Baum, das sieht man gar nicht. Zack. Na? Einsammeln. Okay, die sind weggeflogen, sollen sie. So, wenigstens einen Bienenkorb können wir noch setzen, oder? Wir sind bei 22. Und mit den Ameisen habe ich nie was gemacht. Ey, ist ja. Aber ich glaube, die haben auch noch keinen wirklichen Nutzen. So, komm her. Diet, diet, diet. 43, 7 Stück noch. Na, ich denke mal, dass wir noch einen voll kriegen werden. Noch zwei. So. Mecker nicht. So, können wir den noch hinsetzen? Vielleicht weiter nach links? Ich weiß nicht, wir können ja mal noch bei der Allee gucken, die wir da angefangen hatten, ob das da ganz gut hinpasst. Ah, schön, ne? Wenn man überlegt, dass diese Welt hier alles mal so verdorrt und ausgedorrt war, dann ist es echt gut geworden. Hier schweben auch keine Bienen rum, fällt mir gerade mal auf. Haben wir hier keinen gesetzt? Hier ist ja gar nichts. Da ist eine Biene. Die kommen von oben. Kann das sein, dass sie nicht bis da hochkommen? Ich sehe keine einzelne Biene schweben. Schwoben. War schwoben. Nee, hier ist keine einzelne Biene. Und hier bei der Lee somit auch nicht. Ja, dann setzen wir doch hier einen hin, würde ich sagen, oder? Hier so hin. Neben das Gebäude. Guck mal, die Allee ist aber schön. Guck dir das mal an. Herrlich. Ja, dann setzen wir es hier mitten rein, hätte ich gesagt, oder? Machen wir den Bienenkorb. Wohin kommen hier oben die Bienen? Gar nicht. Also setzen wir ihn hier hin. Hier ist eine schöne Freifläche. Achso, wieder wegsicheln. Zack. So. Nice. Sehr schön. Ach, irgendwie schön. Aber irgendwie, also ich finde das Spiel fantastisch. Und wir sind jetzt irgendwie bei Folge, ich weiß gar nicht wie viel, also irgendwie in den 90er Bereichen. Wir haben wirklich schon viel erlebt im Spiel. Und ich habe gerade mal geguckt, wir haben mit Green Project angefangen am 2. August 2020. Also kurz nach meinem Geburtstag haben wir mit dem Spiel gestartet und haben jetzt mittlerweile schon so viel erlebt. Die ganzen Patches, die immer wieder kompatibel waren, und da auch mal großes Kompliment an den Entwickler, der auch regelmäßig Gast im Stream ist, dass es so ein gutes Spiel geworden ist, was auch so kontinuierlich weitergespielt werden kann, wo man nicht immer wieder neu starten muss. Das ist ja auch nicht alltäglich, weil einfach die Kompatibilität erhalten wird. Und das ist schon, muss man schon wirklich sagen, Chapeau. So, satt, entgiftet, alles gut. Wir haben noch ein bisschen was über. Ein paar Wämsche. Da würde ich sagen, reparieren wir noch mal ein bisschen. Ja, ihr merkt schon, wir sind zwar in einer neuen Aufnahmesession, also ich bin wieder im Sonntagsstream. Aber ich verabschiede mich so langsam aus Green Project, denn wir sind eigentlich jetzt, was das Gameplay angeht, relativ am Ende. Natürlich haben wir verschiedene Sachen, die wir noch finden können, eine Sonnenbrille oder wir können noch züchten oder. Aber von den Inhalten sind wir eigentlich so weit durch. Und ich denke jetzt auch nach knapp 100 Folgen Green Project ist es mal Zeit wieder für was Neues. Beziehungsweise ein neues Spiel, und wer weiß, was sich hier noch entwickelt. Oder das nächste Spiel, was irgendwann kommen wird von dem Entwickler. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ich hoffe, dass ich euch das dann entsprechend auch in einem Let's Play oder ähnlichem zeigen kann, was dann da kommt. Aber das kriegen wir mit Sicherheit hin. Ich repariere jetzt einfach mal alles durch. Haben wir einen schönen Start fürs nächste Mal. Wir haben ja genügend Schleifsteine.
daher wird das passen. Es ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber der Letzte räumt hier, macht das Licht aus, würde ich sagen. Und räumt das Werkzeug wieder ein. So, das machen wir jetzt auch. Die Zange packen wir rein, den Hammer packen wir rein. Und das können wir wegpacken. So. Ja, die Bienenkästen können wir später noch aufstellen. Die machen wir in unsere halbgare Kiste, würde ich sagen. Und das Eisen räumen wir weg. Und Wärmsche haben wir auch irgendwo hier, ne? Die machen wir hier rein. So, das sind die verbleibenden Baumsamen. Die werden wir, glaube ich, nochmal schnell setzen. Haben wir die hier unten hin? Hier haben wir auch keine Bäume, ne? Oh. Ein letztes Mal die Lampe aufsetzen hier. Zack. Wie haben wir denn? 3. So, und noch einen an den Zaun. Hier eine Eiche hin. Und die beiden Ahorn hier noch hin. Wunderbar. Sehr schön. Komm mit, Izzy. Ab in dein Körbchen. Komm. Wie schön das Schnurren. So, ihr Lieben. Mit meiner Lampe auf dem Kopf, die ich so oft vergessen habe im Spiel, immer wieder auszuziehen. Und wir mussten immer wieder die Glühwürmchen reinsetzen. Verabschiede ich mich bei 810 Grün und mit dem Baum des Lebens im Vorgarten und sehr, sehr viel Grün und ganz viel Bienen um uns herum, blicke ich zurück auf ein sehr schönes Spiel. Sehr viele Folgen haben wir gespielt, über 4-5 Monate haben wir uns hier die Welt wieder schön gemacht und ich hoffe, ihr hattet Spaß in Green Project. Bis zum nächsten Let's Play oder bis zu weiteren Folgen in Green Project, wenn hier weitere Inhalte kommen oder dem neuen Spiel, das werden wir dann sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. War eine schöne Reise. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.